schön laut. So eine Waschanlage, aber hoffentlich auch gründlich. Ja, ihr habt es ja schon richtig erkannt, diesmal nicht auf der Landstraße, nicht auf der Autobahn, nicht mitten in Freiham, sondern in der Waschanlage. Ja, manchmal muss es dann eben doch sein, dass man sein Auto wäscht. Entweder selber oder man fährt hierhin in die Waschanlage. Ja, wenn man das Auto häufig benutzt, dann, ja, dann wird es einfach dreckig. Ab und zu so waschen ist gut für den Lack. Und für mich ist es wieder mal so ein Vergleich für das Leben. Ja, wenn man lebt, wenn man sein Leben so führt, wenn man durchs Leben geht, da passiert es manchmal, dass man dreckig wird. Aber ich meine jetzt nicht unbedingt dreckig im Sinn von, ja, man sollte sich mal wieder duschen, sondern ich meinte jetzt eher so im Herzen. Ja, es passieren irgendwelche Dinge und ja, die machen einen so ein bisschen dreckig. Beschmutzen einen so ein bisschen. Das ist manchmal die eigene Schuld, manchmal die Schuld von anderen. Ja, da bleibt Dreck kleben. Und da würde ich mir auch so eine Waschmaschine oder so eine Waschanlage wünschen für das Herz. Ja, das Herz, das da auch mal eine Reinigung braucht. Und wir als Christen bei Projekt K, Kirche für Freiham, wir kennen da eine Waschanlage für das Herz, dass unser Herz schrubbt und sauber macht. Und das ist Jesus. Jesus hat gesagt, wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Ganz egal, wie wir sind, was für Beschmutzungen, Fehler, Sünden, Schuld etc. wir haben in unserem Leben. Wir dürfen zu Jesus kommen und Jesus macht uns sauber. Ja, und nach so einer Waschanlage ist das Auto wieder schön. Und wenn man mit Jesus redet und ihm sagt, was alles so schiefgelaufen ist im Leben, wo man traurig ist, dann fühlt man sich auch wieder ganz frisch und schön und frei. Ja, und kann wieder neu durchs Leben gehen, so wie ich jetzt hier neu wieder starten kann in den Alltag mit meinem Auto, dem funkelnden Auto. Macht es gut und schämt euch nicht und lasst uns nicht schämen, zu Jesus zu kommen mit unserem Dreck und unserem Schmutz. Ganz ehrlich, Jesus macht uns sauber. Er, ja, verurteilt uns nicht.